Das ist nicht Ihr Ernst, Birne. Dass Sie mich erst wegen Eigenbedarf kündigen und mir dann die Pathologie zur Untermiete anbieten. Dass Sie mir kündigen, muss es heißen, Thiel. Dativus incommodia, wie der Lateiner sagte. Sehen Sie es doch einmal so, Thiel. Ihr Vermieter bleibe ja weiterhin ich nicht. Und Sie haben es nicht mehr ganz so weit zur Arbeit. Wenn man Ihr zweifelhaftes Wirken so bezeichnen mag. Vielen Dank, Frau Haller. Stellen Sie den Karton einfach dahin. Keine Ursache. Ich verstehe wirklich nicht, wie Sie es in diesen Katakomben hier aushalten können. Guter Wein entsteht im Keller, Thiel. Ja, ja, Sie immer mit Ihrem Wein. Ich halte mich da lieber ans Bier. Was ist denn da überhaupt noch eins? Ich weiß, Sie trinken alles, Thiel. Aber Vorsicht, in diesen Gläsern hier ist zwar Alkohol, aber trinken würde ich es nur im äußersten Notfall. Ist das wirklich, was ich... Nur, was hat er denn? Pfui Teufel. Alberich, hier, schütten Sie das sofort weg. Geht klar, Chef. Ein weiterer Bonus Ihrer neuen Bleibe, Thiel, Ihre künftigen Mitbewohner. Werden garantiert nichts von ihren Mahlzeiten abhaben wollen. Wobei das vermutlich auch nicht der Fall wäre, falls sie noch unter den Lebenden. Sehr gut, Birne. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Birne? Was? Wie spät? Frau Haller, wären Sie mal so freundlich und würden da an der Antenne ein bisschen rumwackeln. Stopp! Und sollten Sie einmal Besuch bekommen, ein Gästebett ist immer frei. Aber ich warne Sie, Thiel, keinen Frauenleichenbesuch nach 10. Ja, sehr witzig. Was riecht hier eigentlich so? Na, wenn das mal nicht Ihr Amis Girl ist. Moment, nein, das ist etwas anderes. Kann man denn hier nicht mal in Ruhe eine rauchen? Oh, Herr Staatsanwalt, selbstverständlich können Sie das. Thiel, das hier dürfte Sie interessieren. Alberich, Räuberleiter. Och, nö, Chef. Keine Widerrede. Thiel, was sagen Sie dazu? Diesen Stinkefinger hier hat mir der Vater letzte Woche aus seinem Taxi herausgezeigt. Birne, ich versuche hier fernzukommen. Wie bitte von meinem Vater? Sie haben doch nicht wirklich... Kleiner Scherz, Thiel. Nun regen Sie sich mal nicht so auf. In Wahrheit handelt es sich... Alberich, so passen Sie doch auf. Das schöne Präparat, da ist es hin. Nicht bewegen, Thiel. Hier, Alberich. Nun muss ich aber los. Die Oper fängt gleich an. Und Thiel, an Ihrer Stelle würde ich eine Weile warten, bevor ich mir die nächste Zigarette anzünde. Warte! Switch.